Lawnmower Man Rampage. Okay. Okay, dann müssen wir ja nur mit dem ein bisschen... Wow! Alter, der hat uns attackiert. Ja, jetzt aber mal... Nee. Du hast uns zwar getroffen, aber du wirst unseren Willen nicht zerstören. Santa am Arsch. Moin Leute, lasst uns direkt starten mit dem ersten Level in Sachen Happy Wheels. Zum Beispiel hier, der Longest Spikefall. Okay, das sind die... Okay, Chuck Norris sollten wir doch mal erreichen, oder? Ein God Pro. Gucken wir mal. Der Longest Spikefall. Geronimo! Nein! Okay, wir waren zumindest gut. Mal ein bisschen mehr Schwung vielleicht. Oh. Yes! Verdammt! Weil wir waren Super B. Aber egal, warte, vielleicht brauchen wir so einen Hululu. Okay. Hululu! Viel zu viel Schwung. Viel zu viel. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Oh, doch nicht! Was ist das Rote? Oh, wir waren bei Pro. Also müssen wir doch ein bisschen weiter abspringen. Mal gucken, das sieht gut aus. Sehr gut! Oh, Chuck Norris war zum Greifen nah. So, das könnte, glaube ich, was werden. Bitte. Mr. Soldat! Bitte! Jawoll! Chuck Norris Level completed, son! So, was haben wir denn hier? Don't move. Nee. Segway Jump? Ich meine, das wurde mega gut bewertet. Segway Jump. Okay. Klingt jetzt noch nicht allzu spannend. Erinnert mich auch sehr stark an den Pogo Jump. Bloß eben, ne? Die Möglichkeiten vom Segway Dude sind halt einfach ein bisschen begrenzter. Sowas von begrenzt. Okay. Zacka! Zacka? Was ist Zacka? Ich wollte eigentlich sagen Chaga. Man sagt doch immer, Chaka, du schaffst das. Schwa! Wie soll man den da hinten? Der eine sagt, it's possible? Ja, Moment mal. Ich mach das Ganze einfach so. Moment mal. Kawabunga! Jawoll! Bam! Kein Problem hier. Weiter geht's, weiter geht's. Und zwar mit Zombie Defense. Okay, wir müssen verteidigen. Achso, die müssen wir rotieren lassen. Und dann schießen die von alleine, oder? Oder können wir selber schießen? Hilfe! Schieß doch! Schieß! Nein! Warte, aber ich muss ja das nochmal durchlesen. Space to control. Ja, ich muss die rotaten. Okay, warte. Hey, schieß doch! Schieß! Na, endlich! Bam! Kein Problem. Da können wir uns lässig zurücklehnen. Wir sind einfach der Zombie-Destroyer. Weil ich kann ja jetzt sowieso nichts mehr machen. Hier gibt's nichts. Gibt für mich nichts zu tun. Frage ich euch mal, wie geht's euch so? Alles tipptopp. Was geht in den Ferien so? Was habt ihr bis dato getrieben? Und für die Leute, die natürlich gerade noch Schule haben. Wie läuft Schule? Alles tipptopp. Heute, diese Woche ein paar Klausuren gehabt? Ja, echt? Oh, eine 6 geschrieben. Oh, eine 1? Eine 3, eine 4, eine 5 oder eine 2? So, jetzt hätten wir alle Möglichkeiten von Noten abgedeckt, die man hätte schreiben können diese Woche. Und gibt's hier mal ein Victory? Ich meine, ich habe die doch alle destroyed. Ich habe abgewehrt. Hallo? Die sind tot. Die sind richtig tot. Ich habe da 20.000 Pfeile in die reingeschossen. Ending in a few seconds. Und was macht der Letzte da eigentlich? Ich glaube, der versucht so ein bisschen... Das geht ab. Jawohl. You survived the zombie horde. Dankeschön. Danke. Survive this fall. Das ist eine gute Challenge. Okay, wir müssen einfach noch runter. Hui! Leben wir noch? Nee, wir leben nicht mehr. Crap. Dann springe ich halt. Okay. Oh! No! What? So, komm schon, Sohn. Du bist mein Airbag. No! Wir leben aber noch. Nein. Ach, Raid 5, if you survived? Hättest du den Sprung... Warte mal, ich könnte doch... warte mal. Wir können doch hier jeden nehmen, den wir wollen. Denn. Nein, das haben sie extra so gebaut. Jetzt verkeilt sich das Ding nämlich. Und man kommt da nicht raus. Schade. Warte mal, können wir sonst noch irgendwas machen? Der Weihnachtsmann vielleicht? Ah, der Weihnachtsmann verkeilt sich ja auch. Das haben die Level-Ersteller gut gemacht. Und er hier? Nee, mit ihm geht das aber. Na, aber der ist viel zu unkontrolliert. Und wir sind sogar gestorben. Und dann gehen wir im Karacho. Hulu!
Jawohl, und da ist der Victory. Ihr habt nichts gesehen. Was geht ab? Bam, bada, bam. Das ist schön bescheuert. Adventures of Pubert. Wer ist Pubert? Okay. Your mom Pubert dinner's ready. Okay. Ja, ich würde dann ganz gerne zum Essen. Mal gucken, was es zum Mittag gibt. Bye Mom, I'm going to kill my little brother Pubert. Aber wieso ist unsere Mutter so abgrundtief hässlich? Also jetzt mal ehrlich, die, ne? Die ist wirklich, also, tut mir leid. Die ist echt hieselig. Guck mal, unsere Mutter erlaubt uns sogar, irgendjemanden zu töten. Das ist cool. Danke, Mutter. Zero Gravity. Hä? Hacking through invisible door. Coolio. Und was jetzt? Wow, unser Sohn ist tot. Nein! Oh Gott! Ich will das nicht. Nee, ich will das echt nicht nochmal spielen. So cool war das Level nun wieder auch nicht. So, oh, Slam Dunk. Yeah. Solche Level spiele ich immer gern. Slam. Nein. Hatten wir das nicht schon mal? Nee, ich glaube in einer anderen Art. Slam! Obwohl, das hatten wir doch schon mal, oder nicht? Warte! Slam Dunk! Aber egal, das Level war trotzdem cool, selbst wenn wir das schon mal hatten. Oh, Saw the Box Trap? Sounds awesome. Okay, warte. Mit dem Kopf! Warte, ich weiß, was ich machen muss. Ich muss mich hier oben festhalten und dann... Genau, mit dem Kopf durch die Wand. Komm, schnell! Bist du tot? Nee, er ist noch nicht tot. Runter hier. Gimme da Victory. Bam. Was ist los? Jetzt haben wir den Rainbow. Okay, was bedeutet das Level? Rainbow. Klingt cool, Leo. Ach, das ist so ein... Oh, Bottle Run. Und der nächste Victory. Solche Sachen haben wir eigentlich mittlerweile ganz gut drauf. Slam Dunk hatten wir. Can you do it? Ja, hoffentlich können wir das. Was müssen wir denn machen? Ach so, oh, wir müssen ihm nur warte, eins, zwei, destroy, jawoll, nimm das, du Hund, du hast mit meiner Frau geschlafen, oh, nein, warte, jetzt kriegst du nochmal einen, und das ist dafür, dass du, GTA 5 nicht direkt für PC rausgekommen ist, denn das fand ich ein bisschen schade, finde ich immer noch ein bisschen kacke, aber nun gut, Harpoon Run, easy, oh, das hört sich gut an, einfach ist immer gut. Zack. Jawohl. Easy peasy victory. Ach, dieser Sound. Ja, ist wie Zucker in meinen Ohren. Und das passt irgendwie nicht. Zucker in meinen Ohren wäre ziemlich kacke. Aber egal. Escape the Box. Baseball. Baseball hört sich auch awesome an. Okay. Okay, wir sollen... Nein. Oh, yes. Gibt's ein Victory? Ich habe den noch perfekt geschlagen. Warte. Nochmal. Warte. Nein, hey, nicht so früh werfen. Jetzt. Raid Fail. Ja, schade, dass es keinen Victory gibt. Das hätte man auf jeden Fall machen können. Und den können wir nicht mal snacken, nicht mal destroyen. Oh. Oh yeah. Real Naked Girl. Nee, sowas gucken wir uns nicht an. So, was wollen wir denn nachher? Ist das noch irgendwas Explizites oder muss ich das die Folge irgendwie verwerfen, weil da so ein Nudity drin ist? Das geht doch nicht. Dann fahren wir lieber so einen kleinen Rainbow runter. Und sing mal wieder. Everybody go surfing. Surfing USA. Ba-da-da-da-bau. Also das Level spielt sich ab. Das spielt sich wirklich schon allein. Da war noch mal... Kurzzeitig war es wirklich noch mal ein bisschen knapp. Gott sei Dank hat das alles wunderbar hingehauen. Snooker? Snooker ist so eine Art Billard. Ach, da müssen wir... Okay, warte. Warte. Nein, nicht wieder. Nein! Zack! Bam, bam, bam. Ich finde die Ideen von den Leuten halt einfach immer mega, mega awesome. Okay, Lawnmower Man Rampage. Okay, dann müssen wir ja nur mit dem bisschen... Wow! Alter, der hat uns attackiert. Ja, jetzt aber mal... Nee. Du hast uns zwar getroffen, aber du wirst unseren Willen nicht zerstören. Santa am Arsch. Ihr könnt uns alle mal kreuzweise. Ihr werdet jetzt mies gesnackt. Du auch. Njo. Das ist so creepy. Stellt euch das mal vor, ihr werdet von so einem Rasenmäher weggebetzt. Ja, du kriegst auch nochmal deine Portion. Bam. Und da war irgendwas mit Animated. Ryu Stance. Gucken.
krass. Each frame, 4 frames, consists of around 2000 individually placed and colored pixel. Krass. Was mit Happy Wheels möglich ist, aber das muss so viel Arbeit gewesen sein, das hier alles so hinzupacken. Krass. Aber ich muss sagen, sieht mega coolio aus. Respekt an die Leute, was die alles können. Und wir können gar nicht. Zumindest was Happy Wheels Level bauen, pipapo angeht. Was haben wir denn ohne Flappy Bird Demo nochmal? Ein bisschen Flappy Bird. Der Hype ist doch aber auch schon weg, oder? Oh. Können wir das. Ne, das Ding können wir aber nicht steuern. Wir fliegen einfach nur nach oben. Wir fliegen völlig unkontrolliert. Und das Level ist auch gerade abgestürzt. Seht ihr das? Hier passiert nichts mehr. Nur gut, hören wir auf mit El Flappy Birdo und nehmen Mine Road. Okay, wir müssen uns also... No! Warte, warte, das ist sogar gut. Nein, was? Die Minen haben uns im Flug erwischt? Was ist da denn los? Yes. Oh, das sieht gut aus. Jawoll! Boom, Shakalaka, hoch 2. Stop these levels. Ne, ne, machen wir hier Dunk Yourself. Hui! Slurp Dunk! Rate 5 if you died, rate... Ja, toll! Ja, kein Wunder, dass es so eine gute Bewertung hat, weil die ganzen Leute dann sowas raten. Moving Ball Throw? Nee. Can you survive long the spike fall? Sword Battle? Oh, das finde ich jetzt ganz interessant. Welchen Charm muss ich denn hier auswählen? Den hier? Okay, nein, Moment! Nein! Wir grabben immer das Ding nicht richtig. Hallo? Okay, warte, dann... Da wartet unser Gegner auf uns. Nein, vielleicht jetzt! Jawohl! Komm, der ist sowas. Ja, der ist down. Der hat nicht mal mehr einen Kopf. Wir haben unser Schwert perfekt geworfen. Drehen hier nochmal ein paar Kreise und fliegen jetzt hier auch selber nochmal weg. Aber das sollte auf jeden Fall Tutti Frutti gewesen sein. Oh, ein Bottle Run. Jawohl. Ich liebe Bottle Runs. Und los geht's. Der sieht auch nicht allzu schwer aus. Oh, das sind Jets. Das sind aber keine Bottles mehr gewesen. Victorious. Wir haben heute ganz gut Victories gesnackt, oder? Neon Pro. Obstacle Course. Kill your boss. Fall to your death. Das hört sich alles nicht so nett an. Dann nehme ich doch lieber Park Souls. Nehmen wir Park Souls. Was auch immer. Alter! Wie krass sieht denn das Level aus? Jetzt mal ehrlich, wie haben die denn... Wow. Dass das Level nicht ganz oben steht, kann ich nicht ganz verstehen bei den Bewertungen. Weil wie viel Arbeit das sein muss. Sieht richtig cool aus, auch wie sie da die Skelette eingearbeitet haben. Oh, Alter. Dittes arme Kind einfach weggefetzt. So, Moment mal, Mutti. Oh, okay. Kind, nein! Kind Nummer 1 war down und dann war auch unser Kopf irgendwann weg. So, komm schon. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Oh, nein, Kind! Vorsicht! Nein! Beide Kinder tot. Oh, und wir können uns auch nicht drehen. Ich würde ganz gerne das erste Kind schon mal direkt irgendwie loswerden. Also diesen Wagen... Alter. Diesen Wagen. Der muss weg. Okay, okay, okay. Dan, 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 dan. Oh, 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 Kind. Kind Nummer 1. Rest in peace. Vorsichtig. Ich habe Angst. Genau davor hatte ich Angst. Alter Schwede, jetzt weiß ich auch, wieso das nicht ganz oben landet, weil viele Leute dann von dem Level frustriert sind. Aber gestalterisch ist das... Weiter! Komm, jetzt... Der erste ist immer easy. Der zweite, den hat es auch schon erwischt. Jetzt schön von oben. Jawohl, und dann kann uns auch nichts mehr hier passieren. Zack. Und jetzt der doppelte. Der doppelte Ritt bergab. Nein, wir kommen nicht mehr hoch. Ah, da hat er echt den... Wir haben es doch noch geschafft. Jawohl, und guck mal, jetzt sieht man sogar die netten kurzen Haare unserer Mutter. Was bist du denn für einer? Rüber hier. Krass, nochmal so ein Zwischengegner? Hä? Ja, Gravelord Tito ist ja, ich finde dich ja echt klasse, Mr. Gravelord. Aber es wäre extremst cool, wenn jetzt hier mal irgendwas passieren würde in Richtung Victory. Das würde ich richtig feiern. Lass mich mal kurz hier durch nochmal, Gravelord Tito. Nein! Und dann explodiert der Kopf. Nun gut, ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob da wirklich am Ende noch ein Victory gewesen wäre oder nicht. Auf jeden Fall ein geiles Level. Wenn euch insgesamt die Folge gefallen hat, dann lasst einen kleinen Like da. Ansonsten, wie immer, haut rein, bis zum nächsten Mal bei Happy Wheels.
Ciao, ciao.